Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video Seven Deadly Sins Grand Cross. Wir sind bei Final Boss Derrieri und Monspeed. Ich hatte gefragt, ob ihr das Video dazu sehen wollt. Ein paar Leute haben ja geschrieben, deswegen kommt das Video natürlich heute. Und zwar ist das bei den beiden so, dass wir hier dieses Team hier benutzen. Sprich, Mamas gibt natürlich 30% mehr HP für blaue Units, sprich für Margaret und halt für Ellie Hawk. Wir haben Ellie Hawk dabei. Bei Ellie Hawk ist das einzig Spezielle, dass wir hier möglichst die Defense down bekommen, sprich so wenig wie möglich Defense, aber dafür halt eben noch das HP-Set aktiv. Da haben wir wirklich möglichst viel HP haben, aus folgendem Grund, denn für jeden Debuff, den wir hier auf dem Helden haben, bekommen wir 12% mehr Leben. Das ist auch der ganze Trick, sprich wir haben Margaret, die hier einmal die HP pusht. Erhöht die Basiswerte der Göttinverbündung um 8%, wenn ein Verbündeter eine Haltung oder Stärkungsfertigkeit benutzt. Alle drei haben Stärkungsfertigkeiten, das heißt hier den Stack voll zu bekommen mit 5-mal ist für uns kein Problem. Auch Tamil wird hier 5-mal Schaden erleiden. Jedes Mal, wenn er Schaden erleidet, bekommen wir die Basiswerte um 6% erhöht. Das heißt, das sind auch nochmal 30% mehr HP. Plus, dass wir am Schluss, das ist das Schwierige, maximal viele Debuffs auf Ellie Hawk drauf haben. Und das einzig Schwierige hierbei ist, Phase 1 ziemlich einfach, beenden wir so in der dritten Runde. Das Schwierige ist, dass wir Monspeed dazu bekommen, dass er in Runde 7 am besten oder in Runde 6 ultet. Und das ist so gut wie unmöglich. Das heißt, da brauchen wir sehr, sehr viel RNG, dass wir das hinbekommen. Denn wenn er ultet, verteilt er nun mal eben 7 Ignite, also 7 Entzündeneffekte auf jedem der Charaktere. Und wenn wir natürlich hier Entzündeneffekte auf Ellie haben 7 Stück, 7 mal 12 sind 84% mehr HP. Eventuell haut er dann nochmal mit einem Debuff hinterher, was halt eben nochmal 12% sind. Deswegen kann man da drauf warten, wenn er geultet hat. Hat er noch eine Debuff-Karte drauf? Ja, dann wartet man eine Runde. Hat er sie nicht, killt man ihn in der Runde. Und ich hoffe, dass wir hier so, ich würde sagen, bestimmt unter die Top 1% kommen. Aber wir müssen halt einen Run hinbekommen, wo wir es hinbekommen, dass Monspeed nach 3 Runden ultet, denn nach 3 Runden verwandelt er sich und nur da ist die Ult halt eben so, dass er uns die Ignite-Effekte draufhaut. Hier 7 Entzündeneffekte, das ist das Ziel, was wir haben wollen. Und da würde ich sagen, probieren wir das Ganze. Alle anderen sind ganz normal auf einem HP-Dev-Set. Mamas ist der einzige Charakter, den ich jetzt nicht Level 100 gemacht habe. Das heißt, wenn ihr hier natürlich in die Top 10 oder sowas rein wollt mit dem Team, braucht ihr Mamas halt eben auch auf Level 100, weil das auch noch ein paar HP sind, die natürlich Punkte geben. Aber ich denke mal, die Top 1% ist mehr als genug. Und da würde ich sagen, probieren wir das Ganze einfach mal. So. Weit über 3 Stunden drinne. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir einmal die Ulti in der richtigen Runde bekommen. Hoffe, Tamil crittet jetzt oft. Macht die 150k. Sehr schön. Sind jeweils 100 Punkte. Zwischen 80 und 150k sind 50 Punkte und zwischen 60 und 80k Damage sind 30 Punkte. Desto mehr Damage Caps, desto mehr Punkte natürlich. Deswegen versuchen wir hier natürlich ordentlich Punkte zu holen. So. Und so. Das sollten nochmal gut Damage Caps sein. Sehr nice. Hundertzehn sollten, glaube ich, so drinne sein. In Runde 3 beenden ist immer am besten theoretisch. Man kann es auch in Runde 2 beenden, wenn man sehr, sehr viel Glück hat. Aber jetzt fängt das RNG-Geschwitze an. Wenn wir in Runde 3 beenden, brauchen wir die Ulti von Monspeed in Runde 7. Oh, wir haben. Ja, jetzt ist Runde 4, ich wollte uns sagen. Wir haben nicht einen Ultpunkt. Denn wir haben jetzt den Entzündeneffekt-Ulti, dann wandelt er sich, es wird zu einem Schwächungsschaden-Ulti und nach 2 Runden wieder zu einem Entzündeneffekt-Ulti, sprich Runde 7 oder 10 jetzt. Je nachdem, wenn ihr in Runde 4 beendet, sind es halt Runde 8 oder 11. Ideal für einen Highscore wäre natürlich direkt in Runde 7 jetzt.
Problem ist, das ist so, so unwahrscheinlich. Wir hauen hier Damage Caps. Wenigstens 60. Oh, und nicht mal 60. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich in Runde 7 bzw. 8, je nachdem, ob ich in Runde 3 oder 4 die erste Phase beende, niemals die Ulti von Monspeed voll bekomme. Es ist so, so unwahrscheinlich, dass ich einfach auf Runde 10 hoffe und nicht mal da klappt. Nicht mal da. Das Einzige, womit wir jetzt derzeit Punkte machen könnten, sind die Charge Attacks von Margaret. Die geben jeweils 20 Punkte, sprich, die setzen wir ein. So häufig wie möglich, wenn wir keine Angriffe haben, sind Punkte, die wir bekommen. Und jetzt nächste Runde müsste er theoretisch seine Ulti voll machen. Und wie wir sehen, er hat, glaube ich, 0 Ult-Punkte. Das heißt, der Run ist eigentlich schon gelaufen. Ja, er bleibt bei einem. Sehr schön, Charge Attack. Die können wir wegschmeißen. Müssen auf Runde 10 hoffen. Denn jetzt ändert er wieder seine Phase. Und hat die Entzündeneffekt-Ulti. Die hat er dann das nächste Mal erst wieder in Runde 10. Sprich, tatsächlich einen Damage Cap können wir machen. Und jetzt müssen wir darauf hoffen, dass er mal in Runde 10 wenigstens seine Ulti hat. Kriegen wieder alle Angriffe deaktiviert, haben immer nur eine Runde lang sozusagen Zeit, um einen Damage Cap zu machen. So, wandelt sich wieder. Und jetzt müssen wir auf Runde 10 hoffen, denn jetzt haben wir die Schwächungsschaden Ulti. Gegen geschwächte Feinde, Runde 8. So, die Karte können wir setzen, die Karte können wir setzen und die Karte können wir setzen. Die dürfen wir eh nicht benutzen, denn die reinigen. Entzündeneffekte auf. Oh, er setzt nächste Runde seine Ulti ein. Ich glaub's ja nicht. Sehr, sehr nice. Ein goldener Buff. Und ich hoffe, er setzt die Ulti auch wirklich ein. Nächste Runde. Er hat die Ulti am Start. Sprich 133k. Wie viel Angriff haben wir? Wir haben halt 822.000 Leben schon. Glaube, wir gehen hier kein Risiko ein. Die Ulti ist uns gewiss, es ist die Entzündeneffekt-Ulti. Wisst ihr was? Ich mache hier gar kein Risiko. Oh nein, 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 nein. So, mussten das Ganze ganz kurz beenden, denn es wäre äußerst
äußerst dämlich gewesen, zu reinigen, denn wir haben hier noch zwei Debuffs, die nächste Runde noch drauf sind. Holen uns. Das Problem ist, wir würden am liebsten die Margaret-Ulti noch haben. Aber dann bleibt uns wohl nur die Ellie-Ulti. Ulte uns. Und da sind die ganzen Zündeneffekte. Und da. So, wir können das Ganze tatsächlich jetzt in Runde 11 mal beenden. Es wird leider kein Top Run mehr. Und ich hätte eben die Angriffskarte hier setzen müssen. Glaube, wir spielen einfach zwei Ultis. Haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kommen hier mit 1,27 Millionen, 941 und 1,169 Millionen Leben. Wir spielen sogar als erst die Charge Attack. Dann die Ulti und dann die Ulti. Ich glaube, jetzt sollten wir wenigstens in den Top 1% gelandet sein. Um in den Top 10 zu landen, müssen wir das Ganze halt eben. Wir müssen die 450k Damage machen. Wir müssen das Ganze in Runde 7 am besten beenden. Aber das ist so gut wie unmöglich. Wir kriegen sogar nicht mal 5000 Punkte. Nicht mal das. Aber wir sind unter den besten 0,48%. Das heißt, den besten Prozent haben wir wenigstens geschafft. Die Taktik ist klar. Wir müssen am aller, also wenn ihr wirklich maximal einen Top-Run rausholen müsst, wenn ihr, je nachdem, ob ihr in der ersten Phase in Runde 3 oder 4 beendet, braucht ihr die Monspeed-Ulti dann in Runde 7 oder 8, sprich Runde 3, Runde 7, Runde 4, Runde 8, damit ihr diese 7 Zündeneffekte drauf bekommt. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr sozusagen in der nächsten Runde da drauf das Ganze beenden und dann habt ihr einen Top-Run, wo ihr dann auch hier oben landet. Ansonsten, ja, habt ihr ja gesehen, wenn ihr das Ganze wie ich jetzt mal in Runde 11 beendet, reicht das auch, um unter den besten Prozent zu landen. Ich hätte so gerne einen Run gehabt, wo es geklappt hat, aber ich habe jetzt roundabout 3,5 Stunden gebraucht, um das Ganze auch nur ein einziges Mal mit einem Zündeneffekt-Ulti zu beenden. Also es ist so ein RNG. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.